Herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Ligaspiel von FIFA 15. Wir spielen heute gegen die Bari Honda Crew. Ja, wir haben in den letzten beiden Episoden ja ein bisschen hin und her philosophiert über die türkische Liga. Der Major hat ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ja, schauen wir mal, wie es heute wird. Wir haben, glaube ich, die Möglichkeit aufzusteigen sogar noch in die nächste Liga. Nee, jetzt, also, ja, die oder? Möglichkeit haben wir, aber jetzt durch das Spiel entschieden wird das nicht, nee. Nee, ja. Es ist so, wir müssen dieses Spiel gewinnen, hat der Major gemeint, und dann zwei Unentschieden spielen. Und dann sind wir in Liga 4 tatsächlich, Leute. Aber kurz, bevor wir die ganzen Themen nochmal beenden und kein Tor kassieren. Ach, du Scheiß. Ja, gut, konntest du nichts machen. Ja, aber wir haben einige Spiele schon gedreht. Ganz kurz jetzt, zwei Sekunden. Ich habe natürlich nichts gegen Fenerbahce oder so. Ne? Und jetzt nicht, dass die Fenerbahce-Fans kommen und rumhaten da. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt 9, 11 oder 7 oder so bekommen haben, aber was gerade in der türkischen Liga mit Fenerbahce so abgeht, wie die Spiele gewinnen, ist ein Witz und das muss jeder zugeben. Punkt. Ja, ich kann das leider nicht beurteilen, da ich das nicht so verfolge. Ganz ehrlich, also auch wenn ich Gala-Fan bin, das glaubt mir vielleicht der ein oder andere nicht, da bin ich mega objektiv. Wenn ein Verein gut spielt, dann sage ich einfach, lass ihn nur gewinnen. Aber wie halt gewinnen mit Torwartfehlern und Elfmeterentscheidungen, die es im Fußball gar nicht gibt, weißt du? Ja, also ganz ehrlich, deswegen möchte ich mir eigentlich die türkische Liga gar nicht angucken, guck's mir aber wegen Gala an. Sag ja immer, die türkische Nationalmannschaft geht mir am Arsch vorbei, weißt du? Ganz ehrlich, ja. Brauche ich nicht. Ja, aber was ich mal in dieser Folge mit euch besprechen wollte, ist eine interessante Sache. Und zwar, wenn wir schon mal bei Ligen so sind, wer so ein bisschen die Bundesliga im Auge hat, der weiß ja, dass Bayern ziemlich krass dominiert und Dortmund am Schluss ist, ja. Was ich ziemlich heftig finde, weil wenn Dortmund tatsächlich, ja gut, ich sag mal so, ist es rein theoretisch noch möglich, dass Dortmund, wenn die jetzt alle Spiele gewinnen würden, nicht Meister werden, sondern auf den zweiten oder dritten Platz, also zumindest ihr Champions-League-Platz sichern könnten? Ja klar, alles noch in Butter. Ja, aber wird schwer. Es ist sehr schwierig, ja. Wenn ihr jetzt gerade das letzte Auftaktspiel gesehen habt. Ja, 0-0, ne? Ja, stellt euch mal vor, dass Dortmund in der zweiten Liga spielt und nicht mal in der Champions League mehr vertreten ist. Ja. Ja, weil Dortmund ist immer so ein Verein gewesen. Bayern und Dortmund waren immer in der Champions League für mich so. Ja, weißt immer du? Nicht, ne? Nee, ich meine so, ich meine so in letzter Zeit, das waren immer so die Top-Teams in Deutschland. Aber pass mal auf, und Leverkusen schon, natürlich auch, klar. Ich hab das schon vor einigen Monaten eigentlich so unter Kollegen und so einfach gesagt, Wolfsburg wird in den kommenden Jahren mega stark, das werden wir sehen. Also die Finanzpolitik und auch die Transferpolitik, finde ich, von Wolfsburg. Also ja, guck mal, das spricht einen guten Punkt an. Was sagt ihr denn zu Red Bull Leipzig? Wie seht ihr das? Also sagt ihr, wenn klar, da steht so ein riesen Sponsor hinter, ist okay, dass sie dann darüber die Teams einkaufen mit Red Bull? Oder sagt ihr, nee, das Team muss sich das selber finanzieren? Weil ist ja bei jedem Team so. An sich ist ja Sponsor legitim. Aber auch Red Bull, so ein riesen Unternehmen, ja das gut, dann aber nicht. Das Problem ist ja quasi, Anführungszeichen, das Problem, das ist bei Wolfsburg mit VW so, das mit bei Stuttgart mit Mercedes so, ja. Jeder, der hat so einen großen Sponsor und also Red Bull ist natürlich, wie da so intern sich die Spieler hin und her schieben, ist nicht in Ordnung, absolut nicht, oder wie die alles einfach durch Millionen kaufen. Das, naja, okay, klar, weil die Millionen in anderen Sektoren wieder rein, in anderen Sportarten. Aber einfach nur so, also ich habe so das Gefühl, da wird teilweise so ohne wirklichen Grund einfach irgendwie geflamed, weil es ist ja Red Bull und oh, die haben einen Sponsor, der viel Geld hat und so. Das ist vollkommener Schwachsinn eigentlich. Super Curry. Sorry, tut mir leid. Ja, aber das Ding daraus, wenn ein... Ja, warte mal, Sascha, bist du, was ich nicht verstanden habe jetzt daraus, bist du denn... oder Kontra. Genau, so sagst du das... So Mittelding, also ich bin mehr dagegen, aber ich verstehe, dass... Es ist ein bisschen schwierig. Ja, aber guck mal, man regt sich auch immer über dann City auf, also Manchester City oder Chelsea. Na klar, dass sie auch alles kaufen. Ja, aber das Ding ist, guck mal, wenn ein Investor kommt und sagt, ich möchte hier investieren, was ist daran falsch? Ja, eben. Ich habe in der letzten Folge doch angesprochen, freie Wirtschaft. Die ganze Wirtschaft basiert auf freie Wirtschaftsentscheidung. Und wenn doch einer investieren möchte, lass ihn doch. Ja, das ist korrekt. Ja, weil du musst ja bedenken, guck mal, bei Wolfsburg ist ja VW dahinter, ein mega Konzern. Ja? Oder bei sagen wir mal, beim 1. FC Köln ist Rewe dahinter, ist auch ein Riesenkonzern.
Ja, wenn man es so will, das braucht man nicht lachen. Rewe ist auch ein Riesenkonzern, weil bei Rewe hängt auch noch sehr, sehr viel anders. Ich glaube sogar, dass da Anteile, ach, ich bin mir nicht sicher, ich meine mal, die hatten mal Anteile sogar in Air Berlin sogar, ja. Oder haben Berlin LTU oder sowas auch gehabt. Ich weiß es nicht mehr, ist schon sehr lange her. Auf jeden Fall sollte man nicht unterschätzen. Und bei Dortmund ist es ja Evonik, das ist ja auch ein Riesenunternehmen. Also es sind immer jeder Verein hat seine. Ja, Bayern, Telekom, also das ist auch ziemlich krass, die Telekom. Ja, das ist Telekom, es ist ja auch noch, Audi kommt ja auch noch dazu, ne? Ja. Also, wobei Audi, ist Audis auch auf den Trikots vertreten? Nee, aber sie sind auch Sponsor. Ja, ist ja also scheiße, wenn so ein Scheich kommt. Aber wie? Ja, aber wie? Ja, das ist wirklich doof. Aber man sollte eigentlich dagegen nichts unternehmen, bis auf die UEFA, wenn die sagen dann, Financial Fairplay. Das ist dann legitim hier. Ja, das war, was war denn genau, das wollte ich euch auch noch fragen. Ist in letzter Zeit so viel passiert in der Fußballwelt und dann frage ich mal hier die Kollegen, damit auch die Zuschauer, die sich vielleicht nicht so mit Fußball auskennen, da so ein bisschen Ahnung von haben und ein bisschen da hinterfragen können. Bei Barcelona, genau, da war das ja so, dass da jetzt die eine Transfersperre haben. Mhm. Ne? Ja, sollte erstmal behoben, also ich weiß nicht, was da genau war. Das ist genau die Frage, was ich mich da. Also was haben die gemacht, dass das passiert ist? Ja, ich wollte den ausspielen, hat aber nicht geklappt. Oh, jetzt sind nochmal abgelegt, Alter. Schade. Was ist genau da passiert? Warum haben die Sperre bekommen? Ja. Das ist die Frage. War das nicht mit einem Jugendspieler? Boah, ich weiß auch nicht mehr genau. Ja, die hatten einen Spieler irgendwie, der war 14 oder so. Den wollten die schon von einem Club oder so abwerben. Keine Ahnung. Krass. Okay. So jung nicht. Die haben aber, glaube ich, einen Vertrag mit dem oder so. Oder so. Ja, aber was ist daran denn nicht legitim? Also man darf ab bestimmten Alter so einen Profivertrag unterschreiben. Ach so, und dann wird man... Ab 16. Okay. Das so ähnlich war das, glaube ich, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht kann das ja jemand mal in die Kommentare schreiben. Also aber hieß es irgendwie nicht irgendwie so irgendwas mit Financial Fair Play? Ja, ich meine, war da nicht auch irgendwas mit weil die zu viel oder irgendwas gemacht haben? Die ganzen spanischen Teams haben ja Milliarden Schulden. Ja, klar. Wie kann denn ein Real Madrid Milliarden... Ja, okay, klar. Moment mal, war da auch was mit dem Neymar-Transfer, dass die eigentlich viel mehr bezahlt haben, als angegeben wurde oder so? Aber war das... Warum ist das denn das Problem? Also warum ist das Problem? Du gibst eine falsche Summe an, ne? Ja, aber du gibst ja im Grunde weniger an, als du eigentlich zahlst. Du bist ja im Negativen dann, oder nicht? So, und darf man... Ja, da kommt ja dann wieder das Financial Fairplay in die Bahn, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geregelt ist, aber du hast irgendwie... Financial Fairplay sagt ja, soweit ich weiß, so viele Einnahmen wie Ausgaben, Transfereinnahmen, genau. Ausgaben. Ah, okay. Und wenn du dann weniger eingibst, dann kannst du das ja vertuschen, ne? Ja, natürlich, klar. Okay, aber das ist ja dann auch wiederum genau, Betrug. Ja, habe das nur in letzter Zeit immer gelesen, Barcelona hier, bla, Strafe und so weiter, können den Spieler nicht verpflichten und den nicht. Und da habe ich mich immer gefragt, was denn genau da los ist. Und falls das jemand aus der Community weiß, kann er mal kurz in die Kommentare schreiben, würde ich sehr cool finden, für die anderen Leute auch. Auf jeden Fall, in der Fußballwelt passiert immer sehr, sehr viel. Und man merkt einfach immer, dass das alles ziemlich auf Wirtschaft basiert, wie wir in den letzten Folgen schon festgestellt haben. Und hinter jedem großen Team oder auch kleinen Team steckt ja immer ein großer Sponsor. Ob es Volkswagen ist, ob es die Deutsche Bahn ist, Telekom, Audi. Aber was ich mich frage, kurz, nachgeguckt. Ja. Der Fußball-Weltverband hatte die Strafe wegen Verstößen gegen die Transferbestimmung bei minderjährigen Spielern verhängt. Okay, minderjährigen Spielern, doch. Okay, und die dürfen, glaube ich, ein Jahr lang keinen Transfers mehr machen, ne? Aber Neymar war da noch auch was, da bin ich mir sicher. Da wurden auch falsche ja, der wurde auf jeden Fall, genau, aber ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie eine Strafe für gegeben hat. Weiß ich auch nicht, aber... Und was sagt ihr zur Wahl des Spieler des Jahres? Weil wir haben bei FIFA... Ja, nicht, ja, aber was ich nicht verstanden habe. Völlig verdient. Ja, ja, klar, Cristiano Ronaldo ist ein mega Spieler. Wobei ein Torwart da ist auch mega schwer hat. Aber das habe ich euch letztens schon erzählt. Also, Neuer ist Weltklasse-Torwart, ganz ehrlich. Ja. Aber guck mal, man hat in der Zusammenfassung, ja, immer gesehen, so, Cristiano Ronaldo und Messi mega Tore geschossen, mega gute Sachen und so. Und beim Neuer war einfach immer so, Ball hier gehalten, Ball da gehalten. Also, es war ja, natürlich, aber ich wollte gerade sagen, es wiegt im Gegensatz zu denen so, als ob der Neuer keine Leistung erbringen würde in der Hinsicht. Versteht ihr? Abwehr weil oder Torhüter haben es immer schwieriger gehabt. Und wenn es Manuel Neuer nicht geworden ist, dann wird es auch nie ein Torhüter schaffen. Ja, das Problem ist, guck mal. Das sage ich nicht als Deutscher jetzt, möchte ich nochmal kurz. Ein Jahr davor wurde ja auch gesagt,
warum Ronaldo und nicht Ribéry? Ribéry hat doch ein Triple und so gewonnen. Ah, Schwachsinn. Eben, das ist... Verstehe einfach nicht, wie man so eine Aussage von sich geben kann. Das ist völliger Schwachsinn. Man beurteilt keine Mannschaftsleistung, sondern die Eigenleistung des Spielers. Und, und Ronaldo kann nichts dafür, wenn die Abwehr von Real Madrid dann auf einmal irgendwie was falsch macht und die Abwehr von Bayern... Und Ribéry kann da auch nichts für, wenn die Abwehr von Bayern was wiederum richtig macht. Eben, das ist ja... Keiner kann von Ronaldo erwarten, dass er sich auf die Linie stellt und das Tor rausholt und dann wieder im nächsten Angriff im gegnerischen Strafraum ist und das Tor macht. Das kann man nicht erwarten von Ronaldo. Was ich nur nicht verstanden habe, warum, also das, da frage ich mich immer noch, was da los war, warum Cristiano Ronaldo diesen gemacht hat. Ja, das, ja, also, das weiß ich auch nicht. Aber er kommt so auf die Bühne mit seinem Junge, voll die ernste Rede, so, thank you, bla 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 und so auf Spanisch oder Portugiesisch da am Reden und auf einmal... Stell mir was jetzt? Das weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Aber Ronaldo hat. Das hat ihn aber ziemlich dumm. Ja, klar, aber das hat ihn ziemlich dumm gemacht, so, weißt du? Also, es fühlt in dem Moment so, ist er jetzt irgendwie kaputt oder so, weißt du? Aber wobei ich muss sagen. Der Typ ist trainiert mega viel. So, ja, ja, also Cristiano Ronaldo ist ein Ausnahmesportler. Ne? Aber ich muss aber sagen, also, das ist meine persönliche Meinung, ja. Jetzt nur vom Sportlichen her weggesehen, ja. So von seinem. Wenn man ihn das erste Mal sieht oder generell, wenn man so nur sein Aussehen und so beachtet, ja, nur sein Auftreten, nicht seine Persönlichkeit, also nicht, wie er zum Beispiel, wenn er was Gutes macht, so von seinem Charakter her, sondern einfach nur von seinem Geben, Nehmen und so wie er ist, würde man schon meinen, er ist ein selbstverliebter Lackaffe. Ja, ja, auf dem Platz. Das nee, auch so, ich meine jetzt nicht, Major, ich meine jetzt nicht, wenn er zum Beispiel, sagen wir mal, Cristiano Ronaldo zahlt für Kinder die Operation für 10 Kinder. Ist es von seinem Charakter her richtig? Super. Ja, das ist unfassbar menschlich, weil er hat das Geld und er sagt, ich kann damit was bewirken, mache ich. Ja, das meine ich nicht, sondern ich meine eher sein Auftreten in der Öffentlichkeit, also wie er so ist. Verstehst du? Bei ihm habe ich immer das Gefühl, so, dass er denkt, er ist wirklich so der beste Mensch vom Aussehen her, den es auf diesem Planeten gibt. Weißt du, was ich meine? Ich kann das so ganz schwer erklären. Durchstecken. Mensch, aber durch. Ja, egal, ja, ich musste abbremsen. Sorry, sonst wäre der Ball... Nee, du hättest gar nicht abbremsen müssen. Oh, das. Aber du meinst, dass er so arrogant vorkommt, Dennis? Ja, also nicht arrogant, aber so... aber ich kann nicht erklären. So geschmiegelt und so geschmiegelt und glatt und... Nee. Also ich finde... Doch, in einer Hinsicht ist es schlimm, weil das den Eindruck nämlich erweckt, dass er bescheuert wäre. Also die Leute haben wenig Sympathien für ihn, aber wenn man ihn länger kennt, wenn man eher bescheuert in der Hinsicht in Bezug auf die Sympathien, aber wenn man ihn jetzt zum Beispiel kennt, also man weiß zum Beispiel, was er da gemacht hat und wenn man seine Facebook-Seite und so weiter im Auge behält. Ja, das und ist halt auch, das Problem, ne? Das ist dann, Leute wenn man urteilen zu schnell. Ja, das ist dann wieder der erste Eindruck. Und das ist das, was ich meine. Der erste Eindruck ist bei ihm eine absolute Katastrophe, ja, weil die Leute direkt denken so, Taros? Was war das denn, Mann? Schade. Ich habe eigentlich nach vorne gedreht, sorry. Der erste Eindruck ist ja so, dass man sich so denkt, weißt du, was los mit ihm? So, auch wenn er sich auf den Platz stellt und dann den Lucky Luke-Schritt da macht, weißt du, wo er da hinten geht. Ich meine, das ist ein Markenzeichen. Auf dem Platz ist er natürlich arrogant, aber das auf dem Fußballplatz sollte eigentlich man auch ein bisschen arrogant sein. Ja, der dominiert da, also ich meine, wenn der auf dem Platz, das ist genau wie bei Manuel Neuer, Neuer ist auch ganz ehrlich arrogant und provokant. Ja, wenn man da den Ball mit der Hacke annimmt und sowas, ne? Ja, aber ich fand es aber lustig. Aber ich fand es lustig, da war der Manuel Neuer bei Günther Jauch im Jahresrückblick, ne? 2014. Und dann sagt der Günther Jauch so, ich habe von einigen Fußballern erfahren, dass die Fußballer Respekt vor ihnen haben. Das heißt, wenn, Moment, Ball kommt, ach, das gibt's doch gar nicht. Dass wenn Manuel Neuer zum Beispiel, also steht im Tor logischerweise und dann rennt jemand auf ihn zu, dass der dann von der Psyche es nicht gebacken kriegt. Ja, weil er diese Präsenz, weißt du, nur weil er da steht. Und das ist beim Ronaldo, muss das ja auch immens sein, wenn dann so ein Leverkusen zum Beispiel auf Real Madrid trifft oder halt sowas. Respekt. Ja, weil, wow! Sehr schön, Currywurst, 82. Minute, Elfte. Ey, was ist los hier? Hält er einfach mal, ich kann nicht mehr reden, hält Performance. Ja, Neuer, hält er einfach mal. Hält er einfach mal Neuer, genau. Oh. Daraus. Mach kein Foul jetzt. 2,50 Meter. Okay, Alter, jetzt Konter. Konter, Leute. Konter, Sascha, gib. Hey, Sascha. Gib. Nein. Dennis, los. Curry, Dennis, wo willst Curry. Du hin? Nochmal. Hey, Alter. Das ist Bronze. Kevin. Ach, das warst du gar nicht. Abseits.
Was? Ein Spiel, meine Damen. Boah, yo. Libero vom Feinsten. Warte. Ah, scheiße. Sorry. No. Aber war das bei dir auch mal so, Major, wo du Fußball gespielt hast, dass du so, wenn du, also ich weiß ja nicht, ob es so war, dass ihr auch so Gegner hattet, wo ihr dann so, ich sag mal, Respekt, man hat ja vor Gegner auch Respekt, logischerweise. Ja, man wird mega beeinflusst halt, wenn du auch. Genau, wollte ich gerade fragen, ob man dann das ausschaltet, ja, oder ob man sich so denkt, ja, ich muss ja sowieso gewinnen, ich muss alles geben. Ja, du weißt, was ich meine? Also ganz ehrlich, man sagt zwar immer, man muss das ausschalten und so, aber man kann das einfach gar nicht. Nee, weil das ja, das geht ist menschlich, nicht. Ne? Die, ja, Ja, leider kurz. Ganz so, 90. Minute 1-1, also Muffins kriegen einen Punkt hier. Aufpassen. Du hast ihn nicht gegessen. Und sorry, ich habe mein E-Mail-Programm im Hintergrund noch auf. Ja, ganz ruhig. Ich natürlich jetzt gleich yes! In der nächsten Folge. Ganz ruhig. Raus, bitte. Ganz ruhig. Was machst du? Daro! Nein! Ja, ganz ruhig heißt doch nicht, du sollst traben, Alter. Egal. Egal, Leute. Boah, wir haben lange kein Spiel mehr verloren, ne? Toi, toi, toi. Weiter so. Sag's nicht. Jetzt 2-1. Zu spät, das ist schon ausgesprochen. Dennis? Oh, nein! Oh, nein! Das ist nicht jetzt wahr, oder? Oh, guck mal, wie das ist jetzt nicht ernsthaft wahr, oder? Bin ich der FIFA-Messias oder was? Ey, mal ganz ehrlich, Aufstieg ist damit erledigt, ne? Nee, wenn wir zwei Spiele gewinnen, nicht. Was war das denn jetzt? Bronze, wir haben keine Zeit. Los, Trabant, was ist los? Bist du auf dem Desktop, Alter, oder was? Ob die Zeit auch geht, wenn man da steht. Ja, ne? Geht sie. Rein, ab in die Mitte, Major bringt die Flanke und Ausgleich. Kann ich nicht. Komm. Danke. Jetzt. Ey, Alter. Was ist das denn? Oh, was? Achso, okay, Freistoß. Lass mich nochmal reinflanken. Alter, ich dachte, der Quatsch. Die Zähne gerade richtig am Klappern, ey. Der Spasti hat das Spiel abgepfiffen. Der Spasti. Ja, ich dachte, der hätte abgepfiffen. Ja, das ist die Wahrheit über Dorissen, ja. Ich bin immer dafür, dass der Bernie mal eine Gastauftritt bei FIFA hat. Kurz. Der Bernie ist ja München-Gladbach-Fan, ne, Sascha? Sascha, Köpf frei, okay? Köpf frei. Ja. Kurz? Sascha, bitte mach das Ding rein. Tor! Ja, was ist das denn? Ja, oh. Schuss, Junge, schieß! Nein! 2-1, das Hallo. Ist alles meine Schuld, Alter. Das ich weiß, das war meine nicht. Schuld, Mann. Das war ein Abwehr. Weil ich gesagt habe, ach, und dann. Das ist Schwachsinn. Komm, nee, war meine Schuld. Wir haben alle schon mal. Kaum, weißt du, was interessant ist? Kaum haben wir uns nicht mehr auf ein Thema konzentriert, kassieren wir, ne? Das ist richtig krass. Wenn das Ike Kassias sieht. Naja, wir sehen uns dann bei der Ike. Wir sehen uns dann. Das ist Berlin, der ist ein Berliner, weißt du? Ike. Ach so, okay. Ike bin Kassias. Fakt ist, Ronaldo hat sich das verdient. Punkt. Jo, Punkt. Genau. Das und war's. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare und bis zur nächsten Folge von FIFA übermorgen um 13 Uhr. Drückt den Muffins die Daumen, dass die Liga 4 kommt. Wir sind natürlich noch nicht am Absteigen. Ciao. Bis dann. Und danke fürs Zusehen. Tschüss. Ja.